Der Gegenstand der Nachbesprechung, die britische Geheimagentin Lorraine Broughton. Bevor wir anfangen, Sir, darf ich förmlich beantragen, dass Mr. Kurzfeld entfernt wird? Ich könnte vielleicht hinter dem Spiegel sitzen, wie die anderen auch. Arschloch. Was sagen Sie da? Ich habe gar nichts gesagt. Ich dachte, Sie hätten etwas gesagt. Was hat sie gesagt? Tja, wollen Sie das Band zurückspulen? Ich weiß, sie spielt nicht nach unseren Regeln. Aber sie ist unsere beste Agentin. Ein Doppelagent ist im Einsatz in Berlin. Wenn wir ihn nicht finden, bevor die Mauer fällt, haben wir vielleicht den Dritten Weltkrieg. Vergessen Sie nicht, trauen Sie niemandem. Ihre Kontaktperson ist David Percival. Willkommen in Berlin. Ich bin David. Nicht schießen. Ich hab deinen Schuh. Die Uhr tickt. Ich bin der Einzige hier, der dir helfen kann. Ich trau dir ja keinen Millimeter über den Weg. Du hast mich in ein Wespennest geschickt. Aber das wusstest du vorher, oder? Du hast keine Ahnung, mit wem du es zu tun hast. Schießen Sie! Das war nie Teil des Plans. Von meinem schon. Was weißt du über die Frau, die mich verfolgt? Du bist eine attraktive Frau. Denk mal nach. Sie hatten also Kontakt zu der französischen Spionin. Offensichtlich. Guten Abend, Agentin Broughton. Ich wollte dieses Leben. Und irgendwann bringt es mich um. Aber nicht heute. Peace.